Warum kündigen gute Mitarbeiter? Wenn gute Mitarbeiter kündigen, kostet das die Unternehmen richtig viel Geld. Daher ist es für Verantwortliche extrem wichtig, den wahren Grund zu kennen. Was genau der Grund ist und wie du diesen in eurem Unternehmen ändern kannst, zeige ich dir jetzt hier. Letzte Woche hat mir eine Führungskraft auf dem Seminar erzählt, dass die Firmenverantwortlichen überlegen, ihr Unternehmen aufzulösen. Wenn sich in den nächsten 6 Monaten die Situation mit den steigenden Kündigungen und dem Arbeitskräftemangel nicht zum Positiven verändert. Da bin ich voll aus den Wolken gefallen, weil dieses Unternehmen bisher einen guten Ruf hatte und ebenso für 437 Menschen ein wichtiger Arbeitgeber war und hoffentlich auch bleibt. Da mich das neugierig machte, setzte ich mich nach dem ersten Seminartag mit Eva, also dieser Führungskraft, zusammen, um zu erfahren, was dort genau zu dieser Situation geführt hat. Sie erzählte mir, die gesamte Führungsebene war verzweifelt und wusste nicht mehr weiter. Sie hatten bereits alles getan, was in ihrer Macht steht, doch sie konnten die Mitarbeiterkündigung nicht stoppen. Ähnliches erlebe ich auch in anderen Unternehmen bei der Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Führungskräften. Interessant sind die eindeutigen Parallelen in der Entstehung und dem Verlauf dieses Problems bis zur Kündigung. Hierzu schauen wir uns doch jetzt mal die Situation beider Seiten, Führungskräfte und Mitarbeiter, genauer an. Führungskräfte haben mega Stress im Arbeitsalltag und täglich viele Aufgaben und Probleme zu lösen. Es ist für diesen Personenkreis wichtig, Situationen schnell und richtig einzuschätzen, damit passende Lösungen greifen und Probleme rasch vom Tisch sind. Wenn zum Beispiel in einem Projekt kurz vor Abgabeabschluss Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen oder Lieferengpässe mitten in der Produktion aufkommen, steht alles still, wenn nicht schnell genug entschieden wird und alternative Lösungen greifen. Daher sind Führungskräfte in diesem Bereich der Problemlösung hochkompetent. So sind sie auch schließlich in ihren Job gekommen. Man kann sagen, Führungskräfte sind in diesem Bereich kompetent, weil sie rational vorgehen. Also ihr Sehen, ihr Denken und ihr Handeln kapazitätsoptimiert läuft. Diese Vollgasmentalität nutzen Führungskräfte dann auch bei Problemen im Mitarbeiterbereich. Mal ein Beispiel. Führungskräfte sehen, oh, Mitarbeiterkündigungen nehmen zu. Mitarbeiter sind unzufrieden und die Leistung lässt nach. Das fällt mir auf. Denken, wenn ich jetzt nicht sofort was ändere, gehen noch mehr. Was sind eigentlich nochmal die 3 wichtigsten Gründe der Unzufriedenheit? Sie handeln und finden dann Lösungen für Gehaltserhöhung, flexible Arbeitszeitmodelle, Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, die zu verbessern. Das haben sie immer schon mal gesagt, die Mitarbeiter. Und so leiten sie dann alles ein, was finanziell und materiell möglich ist, um das Problem zu lösen. Mitarbeiter denken sich dann innerlich, okay, schöne Sachen, hört sich gut an. Aber irgendwas stimmt hier noch nicht und fehlt. Ich fühle mich nicht gut dabei. Die verstehen mich einfach nicht. Und das mache ich auch nicht mehr lange mit. Tja, und dann ist die Enttäuschung so groß, dass gekündigt wird. Die Führung denkt dann, hab doch alles gemacht und eingeleitet. Was soll ich denn noch tun, um das Problem zu lösen? Sie kündigen trotzdem. Ich verstehe das nicht mehr. Das geht mir nicht in den Kopf rein. In den Kopf? Also rationell nicht verständlich. Was Mitarbeiter denken, erfährst du bei genauer Nachfrage in den Kündigungsgesprächen oder auch Exit-Interviews. Das ungute Gefühl, was Mitarbeiter haben, hängt meistens mit fehlender Wertschätzung zusammen. Also nichts Materielles, sondern Zwischenmenschliches. Dass Führungskräfte dieses nicht unbedingt verstehen und geben können, ist doch klar. Wie eben schon erwähnt, ist ihr Alltagsstress der Fokus auf rationelle Problemlösung gelegt. Alles andere fühlt sich bei den Führungskräften vielleicht sogar irgendwie doof an. Wie zum Beispiel Zwischenmenschliches. Empathisches Verhalten, emotionale Intelligenz, emotionale Qualität, also EQ. Das heißt nicht, dass sie es nicht können, aber sie denken nicht als erstes daran. Also, hey, jetzt bitte keine Sorgen machen. Es geht hier nicht darum, hochkompetentes, rationelles Führungspersonal umzudrehen, um den Typus zu ändern. Nein, das wird nicht klappen. Es geht darum, ein funktionierendes System zu entwickeln, in dem beide Seiten, Mitarbeiter und Führungskräfte, richtig gut zusammenarbeiten können, um Top-Ergebnisse zu erzielen. Das geht übrigens in 3 Schritten, die wir schon in x Unternehmen entwickelt haben. Selbst die verkopftesten Führungskräfte haben wir dazu gebracht, das erfolgreich umzusetzen, weil es machbar ist. Hier die ersten 3 Schritte, die wichtig sind. Kommunikation. Technik sowie Art und Weise der Anwendung wird dem System und auf die Personen angepasst.
Zweitens, Delegation. Es wird punktuell genau geschaut, welche Teilstücke, Teilbereiche Schritt für Schritt aufgeteilt werden. Das schafft Zeit und Vertrauen. Drittens, bidirektionale Team-Meetings. Das heißt, wenn es aus und in beide Richtungen, also Mitarbeiter und Führungskräfte, ausgezeichnet funktioniert, sichert das einen effizienten Austausch und ein erfolgreiches Miteinander. Also, Mitarbeiter wollen keine perfekten Führungskräfte. Sie wollen Veränderung bemerken. Das ist eine weitere Art von Wertschätzung und hält sie auch im Unternehmen. Aber wenn allerdings die früheren Vorgehensweisen unverändert weiterlaufen, werden immer mehr Mitarbeiter kündigen. Nutzt doch lieber die jahrelange Erfahrung zum eigenen Vorteil und hol dir einen Profi, der dieses Dreier-System schon in zig Unternehmen erfolgreich installiert hat. Warum soll das denn dann nicht auch bei euch funktionieren, wenn ihr das braucht? Wie das System am besten installiert wird, erkläre ich dir dann gerne in einem kurzen Telefonat, sodass du schnell entscheiden kannst, was ist zu tun, um dein System auf die neuesten Anforderungen anzupassen. Und darauf freue ich mich schon. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.